Michael Hammer von der ÖVP ist schon am Wort. Kommunikationsgeheimnis ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil einer freien Gesellschaft. Das sollte man meinen, wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist es aber, wie wir auch aus den Vorreden schon gehört haben, leider nicht. Es ist aber, glaube ich, unerträglich und das wurde auch schon festgehalten, dass ausländische Nachrichtendienste, vor allem NSA und Partnerdienste, die Kommunikationsdaten österreichischer und europäischer Bürgerinnen und Bürger ohne Rechtsgrundlage massenhaft abfangen, speichern und überwachen. Und ich glaube, es ist aus gerade diesen Gründen wichtig, dieses Signal zu setzen. Es wurde auch schon angesprochen, dass wir europaweit hier Vorreiter sind mit diesem 6-Parteien-Entschließungsantrag, dieses Signal zu setzen und die Bundesregierung auch aufzufordern, hier entschieden dagegen vorzugehen. Die Beweggründe und Praktiken, die hier angewendet werden, möchte ich gar nicht aufzählen, weil sie beunruhigend sind und in Wirklichkeit teilweise unfassbar sind. Es ist aber unheimlich schwierig, diese Praktiken erstens zu bemerken und zum anderen auch effizient zu bekämpfen. Es muss aber klar sein, dass man mit allen Möglichkeiten, was das Strafrecht, was technisch möglich ist, dies bekämpft, um solche Angriffe auf die Grundrechte der Österreicherinnen und Österreicher abzuwehren. Und ich glaube, man sollte hier konsequent vorgehen. Und dieser Beschluss ist ein wichtiger erster Schritt dazu. Der Beschluss ist ein wichtiger erster Schritt zum Michael Hammer von der ÖVP.